Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2, der zweite Aufnahmeanlauf. Weil gerade eben hat die Aufnahme, keine Ahnung warum, nach 5 Sekunden abgebrochen und ich habe es nicht mitbekommen. Und ja, dadurch ist natürlich auch das Planeten-Scan flöten gegangen, was ich vorher gemacht hatte, weil ich ja den Speicher geladen habe, damit man das alles jetzt nochmal seht, damit ihr alles nochmal seht, was ich gemacht habe. Ist natürlich scheiße. Das ist das ganze Planeten-Scan flöten gegangen. Das ist, na, das ist doch scheiße. Ja, dann muss ich halt nach der Aufnahme nochmal scannen. Kann ich es jetzt auch nicht ändern? Na gut. Wir brauchen ja ganz dringend auch Platin. Natürlich war das System ja alles schon abgeforscht. Aber das machen wir nicht jetzt in der Aufnahme, das machen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, offscreen mache ich das alles. Ich will nur mal kurz hier an die Shadowbroker-Basis gucken. Weil man kann sich ja hier auch Daten über Planeten holen, wo es eine Ressource besonders gibt. Deshalb gucken wir mal, was für Platin vorrätig ist. Da kann ich nämlich an dem Planeten vor allem auch dann vorzugsweise offscreen scannen. Weil für viele der Forschungsprojekte, die ich jetzt habe, brauche ich ganz dringend Platin. Das bisschen, was ich da habe, das reicht nicht aus, die 137. Ja, das testen soll ich jetzt mal, dass wir das Shadow-Poker-Schussmittel kriegen hier. So, gucken wir erstmal hier bei Investitionen nochmal. Auf der Pillow-Liste, Fehlschlag, yay. Gleiches Recht für alle, Fehlschlag, yay. Chemische Kriegsführung, Erfolg! Was haben wir jetzt hier? Falsche Profite. Rasch wachsender Kult namens Anhänger erhabenen Lichtscheins des Wortens erfasst auf Omega immer mehr Fuß. Deutschsprache, Schwersprache. Schicken Sie Agenten los, um die umstrittene Religion zu infiltrieren und schöpfen Sie Spendengelder für sich selbst. Wir haben so wenig Credits, also machen wir das. Dann haben wir noch Schlichter. Auf der Gartenwelt Anhur gab es vor einigen Jahren einen blutigen Aufstand und der wirtschaftliche Abschwung hat alte Animositäten erneut geschürt. Sorgen Sie für Friedensgespräche an einem neutralen Ort, damit der Kolonie nicht wieder Bürgerkrieg ausbricht. So, die ganze Sache um den Planeten war hier bei Erkundungsinformationen. E0, Iridium, Palladium, Platin. Platinreicher Planet. Koordinaten wurden auf den Normandy hochgeladen. So, dann haben wir hier noch Anlieferungen hier. Lieferung 2500 Platin. Das ist schön. Gut. Ja. Das war's erstmal soweit wieder hier. Da kümmern wir uns um das, was ich gerade eben schon gemacht habe, wo ich auch schon ein ganzes Eck war, nämlich die Crew-Mission von Jacob. Aber mir pisst mich das gerade nochmal an, das Ganze nochmal durchzuspielen jetzt. Ach, wie ich dieses System hasse, manchmal dieses Shraps, ey. Das hatte ich auch noch, der ist einfach kurz nach Beginn von der Aufnahme abkackt. Das ist mir auch neu, muss ich sagen. Finde ich auch nicht in Ordnung. Na gut. Ist natürlich schön den Scan geschrottet da oben vom Faria-System. Ich habe auch einiges an Platin gefunden. Deshalb kotzt es umso mehr an eigentlich. Deshalb kotzt das Ganze keine normale Ecke mehr. Naja, kann man nichts machen. Ich glaube sogar, der Planet wird denn jetzt hier auf dem Dings, genau hier, Planet reich an Platin. Das wird dann sogar oft auf der Galaxiekarte angezeigt. Auch schön. Na gut, wir wollen jetzt hier hoch in den Rosettennebel. Und hier wollen wir nach Alpha Draconis. Zwei Planeten haben wir hier, na gut, die können wir uns angucken. 2175 AR12. Mit diesem Planeten noch unoffiziellen Namen handelt es sich um einen Wasserstoff-Helium-Gasigant mit 21 mondgroßen Objekten. Ein bisschen müde. Ja, wo wir hin wollen. 2175 AE, ja. Anomalie geortet. Genau. Eine unerforschte Gartenwelt.
Das habt ihr auch manchmal bei Planeten. Das ihr habt, sag schon. Anomalie-Ortet habt ihr, wenn ihr scannt, so einen weißen Anzeiger drauf. Und dann müsst ihr hier den Punkt finden. Und dort, wenn deine Sonne lang, könnt ihr die Mission starten. Ich würde sagen, wir tun den Planeten erst mal scannen, wenn wir einmal schon hier sind. Starte Sonde. Hat ja hoch, dann machen wir das auch schnell. Ja, oh, klar, den. Sonde gestartet. Starte Sonde. Brauchen ja Platin. Wenn das im Planeten Platin vorkommt, gibt es ja gar nicht so falsch, den zu scannen. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Ach, erstmal kann ich wieder am. Sonde gestartet. Starte Sonde. Gut, dann. Ja. Also ganz zufälligerweise ist der Easy Road drunter. Sonde unterwegs. Oh, ganz zufällig. Etwas gefunden. So, landen. So, Jacob auf Elfell und dann nehmen wir noch Said mit. Hier kann man nichts verteilen. Bei Said nochmal hier von Fernung. Und bei Jacob machen wir die Brandmuni voll. Und den Rest lassen wir dann hier unten für Barriere. So, hier auch mal die Gruppenbrandmunition. Da kriegt nämlich jeder die Brandmuni, wenn man es für Jacob aktiviert. Finde ich eigentlich ganz interessant. Bis man halt bei sich selber eine neue Munitionskraft ausführt. Kann man eigentlich nicht meckern drüber. Willkommen in der Karibik. Schauen wir mal, ne? So, die Blöde, da musste ich mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen, weil sich was im Hintergrund geöffnet hat. Und das hat mir ja voll über den Bildschirm geklatscht. Nichts mehr gesehen, deshalb ganz kurze Aufnahmen unterbrechen, aber jetzt machen wir hier weiter. Ist ja nichts weiter passiert in der Zwischenzeit. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben, aber es ist Jahre her. Ja, das Ding hat schon ein bisschen geschrottet, kann man sagen. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Da. Da steht er. Genau. Da. In 12 Metern Entfernung. Wiederhole. Giftalarm. Hey, ja, wir gehen jetzt erstmal hier aufs Schiff. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Küsse sieht, Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Klingt sehr strange. Wenn man sie ablenkt, vergisst man, was man ihnen angetan hat. Doch, das klingt sehr merkwürdig. Warum auch nicht? Wir sitzen ohne. Ja. Sieht
Natürlich schön, dass man nur so einzelne Lokfetzen hat, nicht den kompletten Lok. Lok des Doktors. Erst gucken wir hier die Loks an, dann beeilen wir uns. Und die 3000 Credits hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, schade ums Geld. Und Geld, was man findet, lässt man ja nicht einfach liegen. Sondern man steckt das eine, rennt schnell weg und darf, dass es keiner gesehen hat. Zweifel an der Führungspersönlichkeit. Das sind schon mal keine guten Vorzeichen. Na gut, gucken wir uns den Sand an. Wiederhole. Giftalarm. Es droht... So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Notfallbefehlsprotokoll? Na, holen wir uns das erstmal an. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Wäre uns so auch gar nicht aufgefallen. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab. Was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. Oder kurz und in Deutsch gefasst, keine sanfte Landung. Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel. Unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach einem Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Schweinerei. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung, 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden später. Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Preisfrage, warum hat er 8 Jahre gewartet, knapp 9 Jahre sogar, um den Sender zu aktivieren? Kommen Sie, gehen wir. Mein Vater hatte einen funktionierenden Sender und hat fast 9 Jahre kein Signal abgeschickt. Vielleicht ist der neurale Verfall der Grund dafür. Und nach 9 Jahren hat er ganz... Zeit kaut er vermutlich an den Wänden rum. Und nach 9 Jahren hat er dann ganz zufälligerweise den richtigen Knopf gedrückt, ist klar. Ja, da lebt ja jemand. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert. Aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger. Sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn.
Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Wie die dort? Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass... Vorsicht! Jäger, sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Wie nennst du mich? Freund der Sonne, ich glaub, sagt. Gibt's hier erstmal Kopfschüsse. Und wie es alle brennen jetzt, solche Kopfbrandmunition. Den hier. Ich will fliegen. Alter. Und das alle? Nein, natürlich nicht. Es ist kein neuraler Verfall, nur ganz normaler Wahnsinn. Hast du Erfahrung damit? Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Ob es noch jemanden gibt, der aber keinen Verstand ist, das sei mal dahingestellt. Wenn die nämlich alle so drauf sind wie die paar... Hänseln hier, dann wird das ein ganz interessanter Aufenthalt auf Aea. Hier liegt ein Mech mitten in der Prärie rum. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist. Ist auf. Die Jäger. Setzen ihn wirklich unter Druck. Um seinen Satz mal zu beenden. Was haben wir hier? Ein Lager. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Ja, dann gehen wir mal rein und gucken, ob wir Antworten kriegen. Sie wirken nicht aggressiv, aber sie tragen die Farben des Feindes. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Richtig. Aber die andere Frau hat gesagt, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht. Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts. Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Tja, Jacob. Das ist schon mal eine herzliche Begrüßung für dich hier. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Das werden wir alles noch rausfinden, Kollege. Mach dir doch keinen Stress. Was haben wir hier? Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Er hat ein grausames... Gehen Sie weg. Sie sind genau. Okay, ich sehe schon, mit denen brauchen wir nicht zu reden. So, gucken wir uns mal dieses abstrakte Kunstwerk an hier. Hat irgendwie Ähnlichkeit mit einem Transformer, oder? So ein bisschen? Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. So, was haben wir hier noch? Ersatzteile. Ersatzteile? Also, wo sind Ersatzteile? Ach, da. Gut, dann war hier irgendwo noch ein PDA. Da ist ein PDA. Da ist ein Max. Yay. So, jetzt müssen wir den noch auseinandernehmen da hinten. Hey,
kommandierender Offizier, der seinen eigenen Männern so etwas antut, bettelt doch förmlich um ein Messer am Rücken. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Mac hat's ordentlich zerschrammt. Doktor, habt ihr es von dem Lok auf dem Schiff? Schauen wir mal. Bitte, hierher. Sie könnten es beenden. Stimme klingt zumindest ähnlich. Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. So, Jacob, dann halt mal eine Vorlesung ab hier. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Nur die Starken waren überleben, ne? Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Er war keine Führungspersönlichkeit und das war sein Problem. Er konnte die Crew ohne Gewalt nicht mehr unter Kontrolle halten. Das war nicht das Ende. Es folgten weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Vielleicht ein neurale Verfallfisch wurde ja doch auch noch davon gepackt. Man weiß es ja nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Na, wenn du das ich sagst. Muss diesen Mann finden. So, Taylor konfrontieren. Ja, er steht genau vor uns. Aber ist natürlich der andere Taylor gemeint. Oh, Doktor ist auch weg. Gut, dann würde ich sagen. Alles klar, natürlich. Jag mal den Mac hier noch hoch. Schauen wir mal, was hier wie zusammenpasst. So. Bumm. Schon unterwegs. Alles klar. Hier spricht Admiral Taylor. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade erst freigekommen? Er will seinen Arsch retten. Ja, aber das, wie er seinen Arsch rettet, das gucken wir uns, würde ich sagen, nächste Folge an. Ja, dann machen wir hier an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich natürlich, wie oft, wie in jedem Video erwähnt, aber ich erwähne es, weil ihr seid immer besonders gerne. Ja, wie gesagt, der Dank fürs Zusehen.